Diese Episode von Gewinn im Schach spiele ich eine extrem interessante, spannende Eröffnung und auch debattiert es wieder extrem in sich, wieder gegen den Zuschauer. Und ja, bleibt mir nicht mehr übrig, als viel Spaß zu wünschen und ihr werdet auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß haben, sehr viel lernen. In dieser Episode bin ich wieder weiß und spiele dieses Mal gegen einen Österreicher und zwar gegen Phil Hellenist, auch an dieser Stelle. Hallo. Ja, freut mich, freue mich auf die Partie. Und ich spiele dieses Mal, wie schon in meiner vorletzten Episode, Bauer E4 und wir haben E5 am Brett. Jetzt habe ich zwei Optionen. Ich könnte hier Springer F3, Läufer B5 spielen. Also das spiele ich auch manchmal. Oder ich spiele Läufer C4, Springer C3. Und weil ja die Leute alle eine spannende, schöne Partie sehen wollen, entscheide ich mich jetzt heute mal für dieses System. Das gilt als nicht extrem, also auf hohem Niveau, nicht als perfekt, aber ist ein super spannendes, lustiges einfach Spiel, was schöne scharfe Stellungen herausbringt. Und wir sehen schon, genau das tritt hier ein. Springer schlägt E4 in dieser Variante. Sehr interessant. Wenn ich jetzt hier nehme, kommt D5 und er gewinnt die Figur quasi direkt zurück. Das heißt, das will ich nicht machen. Was ich stattdessen machen will, ich könnte auch überlegen, hier zu nehmen. Und dann Springer E4 zu spielen, das ist aber auch gar nicht so gut. Also er kann dann zwar nicht mehr rochieren, aber nach D5 hat er das Zentrum und das ist nicht so gut hier. Hier ist tatsächlich Theorievariante Dame H5. Ich greife hier an, drohe also matt. Wenn er jetzt unachtsam ist, Springer schlägt C3, hätte er quasi schon direkt verloren. Spiele ich einfach Dame schlägt F7 und setze hier direkt matt. Und deshalb gibt es gar nicht mehr so viele Züge für Schwarz, die hier tatsächlich schon noch die Stellung im Gleichgewicht halten. Es ist nämlich nur Springer D6, meines Wissens nach, der einzige Theoriezug, der hier noch die Stellung hält. Mit Springer D6 verteidigt er den F7 Bauern und greift meinen Läufer. Das bedeutet, damit schlägt er quasi gleich zwei Klappen mit einer Fliege, kann man sagen. Ja, zwei Fliegen. Irgendwie so ging das Sprichwort jedenfalls. Springer D6 greift er diesen Bauern an und mein Springer, das heißt, und mein Läufer, das heißt, da müsste ich dann reagieren und meinen Läufer ziehen. Also Springer D6, ganz klar hier. Wichtig, sehr, sehr wichtig für meinen Gegner, den hier zu finden. Ich bin gespannt, ob er den findet. Wenn nicht, dann könnte das hier dieses Mal eine sehr kurze Partie leider werden. Also ich hoffe tatsächlich auch, dass er hier Springer D6 findet. Allerdings, wenn er ihn nicht findet, dann ist es auch so ein bisschen eine Musterpartie dafür, wie gefährlich und schön diese Eröffnung sein kann. Vor allem in diesem Bereich, so 14, 15, 1600, da kann man echt sehr gut Punkte. Sehr gut, Springer D6, Läufer B3 ist hier Theorie, mein Läufer war angegriffen. Und was jetzt eben, was man bemerken kann, ist, ich habe tatsächlich einfach einen Bauern erstmal weniger. Aber dafür hat er sich so ein bisschen verkorkst. Also dieser Springer steht vor dem Bauern, das heißt, der Läufer kommt nicht so gut raus. Und der E5 fängt zurzeit auch noch, also ist alles im Rahmen. Hier die Stellung ist laut Engine 0-0 zu bewerten. Ich kenne tatsächlich die Stellung, weil ich das eben schon in anderen Partien ein paar Mal auf dem Brett hatte. Springer C6, sehr logischer Zug, deckt den Bauern hier. Und jetzt bin ich sehr gemein, denn ich spiele Springer B5 a tempo. Denn auch hier bin ich noch im Buch, auch das ist alles Theorie. Springer B5. Wenn er jetzt schlägt, dann Dame schlägt F7 matt. Und auf einmal sehen wir aber dieses Problem an der Stellung für Schwarz. Wenn er jetzt denkt, okay, ich muss nicht reagieren, spielt Läufer E7. Doch muss er, denn ich schlage dann den Springer und schlage auf F7 mit der Dame und setze wieder matt. Das heißt, er muss irgendwie reagieren, er muss F7 decken. Jetzt können wir uns mal überlegen, wie kann er denn den decken? Eigentlich mit der Dame oder wenn er G6 spielt. Aber auch wenn er die Dame zieht, dann kann ich ja auf einmal auch C7 nehmen, weil dann ist ja dieser Bauer ungedeckt. Das bedeutet, es geht eigentlich nur noch G6, aber auch dann, G6 ist Theorie, schauen wir mal, ob er den findet. Aber auch dann habe ich einen sehr, sehr fiesen Plan hier vor. Wie immer, ein fieser Schachspieler. Und ja, habe hier quasi schon was geplant, wenn er jetzt G6 spielt, denn ich spiele Dame F3. Und wieder, auf Springer schlägt B5, setze ich wieder matt. Das ist lustiger an der Variante. Und wieder auf Dame E7, wenn er den F7 deckt, kann ich einfach auf C7 nehmen. Und wenn er hier den besten Zug spielt, nämlich F5, tatsächlich ist das der beste Zug, der ist nicht so einfach zu sehen. Bin gespannt, ob er den findet. Warum ist das der beste? Weil die Mattdrohung entgegnet wird. Dann habe ich wieder was sehr Fieses im Sinn.
Und ja, ich überlege, was jetzt, falls er diesen Zug nicht findet, was dann so andere logische Züge wären. Vielleicht ist Springer F5 ein logischer Zug. Springer 5 ist, macht auch Sinn, weil es einfach mal der Drohung entgegnet. Ich habe dann so Ideen wie, glaube ich, G4, sehr interessant in der Stellung. Kann ich mir auf jeden Fall im Detail überlegen. Ist auf jeden Fall sehr spannend schon. Also ich erwarte jetzt entweder Springer F5 oder F5, Bauer 5. Bauer 5 ist Theorie. Falls er den nicht spielt, schauen wir uns den in der Analyse gleich an. Falls er den spielt, sehr gut, dann sind wir weiter in der Theorie, in der bestmöglichen Fortsetzung. Und Springer F5 ist jetzt so der Zug, wo ich überlegen kann, weil nach F5 weiß ich ja, wie es weitergeht. Springer 5, das ist jetzt eben so eine Stellung, wo man rechnen muss. Also das Wichtigste im Schach, meiner Meinung nach, ist einfach gut Varianten berechnen zu können. Und also das ist, finde ich, das Allerwichtigste im Schach. Das kann man auch gut trainieren, wenn man viele schwere Rechenaufgaben löst über auf LeeChess oder Chess.com. Da gibt es ja diese Funktionen. Und ja, also Springer 5 ist eine Rechenstellung. Das heißt, es gibt jetzt keine so klaren Prinzipien, die man hier sagen kann. Okay, es ist gar nicht nötig. Springer 5 hätte ich G4 jetzt angefangen zu rechnen. Aber es kommt Bauer 5. Das heißt, weiterhin sehr stark gespielt, immer noch in der Theorie. Und jetzt spiele ich einfach Dame D5. Das ist schon etwas lustig. Also ich habe jetzt hier so ein Dreiecksmanöver mit der Dame gemacht. Und wenn er jetzt hier schlägt, ist immer noch matt. Das heißt, ich drohe immer noch matt auf F7, wenn er hier schlägt. Das ist ganz, ganz fies eigentlich für den Gegner. Denn der kann wieder nicht viel machen. Wenn er sich irgendwie versucht zu entwickeln, schlage ich wieder raus und es ist matt. Also der Springer kann auch nicht ziehen. Der Theoriezug ist an der Stelle Dame F, nee, Dame E7 oder Dame F6. Ich glaube, beide sind möglich. Und Dame F6 oder Dame E7. Und tatsächlich muss man hier, also man muss diese Qualität, Springer schlägt C7 und Springer schlägt A8, muss man hergeben. Wenn man das nicht weiß, ganz schwer drauf zu kommen. Also er muss einen dieser beiden Züge spielen und dann geht die Partie quasi noch weiter. Wenn er die nicht findet, dann wird es leider eine sehr kurze Partie, muss ich sagen. Also Dame F6 und dann findet ihn sehr stark, sehr, sehr stark. Genau, weiterhin in der Theorie. Und diese Stellung ist tatsächlich spielbar für Schwarz, ob man es glaubt oder nicht. Hier B6, bester Zug und dann Läufer B7 mit der Idee, den Springer zu nehmen und Druckspiel auszuüben. Wenn er es auch noch findet, wieder sehr stark. Und weiterhin sind wir hier in einer theoretischen Stellung. Also es ist immer noch alles drin. Diese Stellung sieht verloren aus für Schwarz, weil ich erstmal einen Turm mehr habe. Aber laut Engine ist diese Stellung spielbar. Ist nur so 0,5 Vorteil, aber praktisch nicht so einfach. Sehr schnell werden könnten. Er muss aber B6 Läufer B7 finden. Und das tut er nicht. Okay. Das bedeutet, hier hat er jetzt den ersten Fehler gemacht. Läufer G7. Ich weiß, dass es nicht der richtige Zug ist. Ist einfach eine Sache vom Wissen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie nutze ich dann jetzt so einen Fehler aus? Das ist dann der schwierige Teil. Und ja, ich überlege einfach mal. Also, Läufer G7. Ergreife jetzt nicht mein Springer. Das heißt, ich habe einfach einen Turm mehr. Läufer G7 kommt mir übrigens etwas langsam vor, weil der auch keine Drohung aufstellt. Schwarz hat einen Turm weniger, das heißt, er sollte eigentlich schon versuchen, schnell zu spielen. Also möglichst schnell spielen und versuchen, den Springer zurückzugewinnen mit B6. Gut, was macht er? Nämlich einfach. Immer die Faustregel, wenn man aus der Theorie ist, erstmal die Entwicklungszüge anschauen. Und Springer E2 scheint mir der logischste, weil Springer F3 kommt, Bauer E4. Warum sollte ich das machen? Laufe ich gleich da rein, also stelle ich ihn lieber nach E2, entwickle ich meine Figur. Will als nächstes rochieren. Er spielt ihn. Interessant. Okay. Ja, sehr gut. Ist sehr interessant, was er jetzt macht. Weil, wenn ich, jetzt kann ich nicht mehr rochieren. Und wenn ich jetzt schlage, dann kommt es mit Schach und das ist etwas unangenehm. Spannend, spannend. So, jetzt muss ich etwas gucken, weil das ist tatsächlich gar nicht schlecht, was mein Gegner hier spielt. Um genauer zu sein, ist es sogar, könnte es werden, wenn ich unachtsam bin. Deshalb muss ich genau überlegen, wie ich das mache. Und ja, also ich habe ein paar Optionen, die ich mir jetzt hier zurechtgelegt habe. Ich denke, ich könnte zum einen Springer C3 spielen.
Will ich aber nicht unbedingt, weil ich habe dann etwas Angst vor B6 und Läufer B7. Gefällt mir nicht so ganz tatsächlich. Springer C3 hier, dann kommt B6 und Läufer B7. Sieht etwas gefährlich aus, meiner Meinung nach. Ich könnte theoretisch auch nehmen lassen und mit dem König nehmen. Ich sehe nicht, warum das so extrem schlecht sein sollte. Also scheint mir auf jeden Fall gut spielbar zu sein. Ich muss nur überlegen. Das ist halt eine konkrete Rechenstellung. Wir sagen mal Bauer D3. Wenn jetzt Bauer B6 kommt, muss ich so ein bisschen schauen, weil meine Dame hat nicht so viele Felder hier nach Läufer B7. Ich glaube sogar gar kein Feld. Wenn ich dann zum Beispiel hier nehme, ist Schach, dann zum Beispiel König D1, Läufer B7. Ich könnte dann Läufer G5 spielen. Und wenn er schlägt, schlage ich auf D6. Ist aber alles ein bisschen komplex. Es gibt noch eine weitere Option, und zwar ist das Dame E5 hier. Auch das ist wieder mit Rechnern natürlich verbunden. Also Dame A5 ist eine weitere Option. Wahrscheinlich kommt dann B6. Ich schlage auf A7 raus. Er schlägt hier auf E2. Ich schlage auf B6 mit Schach. Es kommt dieser Zug. Dann habe ich sowas wie Springer C7 auch in der Stellung. Oder ich nehme hier zurück. Interessant. Aber da, dann ist also die Frage, hat er dann irgendwie am Ende Gegenspiel? Ich sehe es nicht unbedingt tatsächlich, deshalb spiele ich hier mal Dame A5. Geht es auch diesen ganzen komischen B6-Geschichten aus dem Weg? Genau, den habe ich gesehen, spiele hier den und erlaube ihm quasi hier zu nehmen. Also das habe ich jetzt berücksichtigt und nehme dann mit dem König zurück. Warum denke ich, dass ich das machen kann? Ich habe einfach nicht gesehen, wie es ausnutzt, dass mein König hier so schwach ist. Weil ich habe jetzt zwar nicht rochiert, aber er muss es ja auch erst ausnutzen und ich habe einen ganzen Turm mehr. Also wenn ich es schaffe, mich hier zu entwickeln, meine Stellung zu konsolidieren, dann stehe ich hier ganz klar auf Gewinn. Und da bin ich gespannt, ob mein Gegner hier einen Weg findet. Er schlägt hier raus. Okay. Jetzt kann ich auch überlegen, ob ich überhaupt hier nehmen will, weil das rennt mir prinzipiell auch erstmal nicht davon. Ich habe eventuell manchmal dann nämlich auch noch Dame C7 in der Stellung. Das bedeutet, ich schlage erstmal raus, weil das rennt mir einfach nicht davon. Also es ist dieses Dame B6, den Bauern kann er sowieso nicht decken quasi. Das heißt, ich kann auch zuerst nehmen, macht jetzt keinen Unterschied. Das ist so die Logik dahinter. Und meine nächsten Pläne oder Züge sind ganz klar, ich will mich schnell entwickeln. Und ich hoffe mal, dass er jetzt das nicht ausnutzen kann, dass mein König hier etwas in der freien Wildbahn steht, kann man sagen. Aber ich sehe es nicht tatsächlich. Ich sehe nicht, warum, also warum es so schlimm sein sollte mit dem König hier. Ganz einfach, wenn ich es nicht sehe, dann spiele ich es auch. Also muss er mir jetzt erstmal beweisen. Sowas wie Dame H4 wäre prinzipiell eine Option. Aber. Ja, okay, Dame H4 wäre auf jeden Fall eine Option, ja. Okay, dann muss ich etwas gucken. F4, was ist die Idee von diesem Zug? Verstehe ich auf den ersten Blick tatsächlich nicht genau, was die jetzt die Idee davon sein soll. Okay, ich könnte hier einmal nehmen, wenn ich will. Oder Dame C7 spielen. Ich denke, ich schlage hier einfach mal raus. Weil ich habe jetzt wieder so ein paar fiese Pläne gefasst, denn ich habe jetzt hier eventuell Springer C7 habe ich gesehen in der Stellung. Und dann habe ich nämlich auch noch diesen Zug, also das war jetzt meine Idee, Springer D5, also hier jetzt Springer D5, das war meine Idee, deshalb habe ich jetzt quasi dieses Dame B6 und Springer C7 gespielt. Davor habe ich ja gesagt, man muss sowas nicht spielen, weil das nicht davonrennt, aber jetzt hat es einen konkreten Grund, dieses Manöver hier. Und hier hat er jetzt immer mehr Probleme, denn er muss jetzt schon sehr darauf achten, wo er die Dame hinstellt. Gibt es schon einige Felder, die, glaube ich, ziemlich katastrophal enden könnten. Oder vielleicht sogar schon jedes Feld, weil wenn er die Dame hierhin oder hierhin zieht, dann hängt der Springer. Wenn er die Dame, also die Dame hat ja nur ein Feld, um diesen Springer gedeckt zu halten, und das ist E6. Wenn sie aber nach E6 zieht, dann steht sie halt leider in dieser Fesselung drin und ich denke, das kann ich auch ausnutzen, wobei ich gerade merke, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist. Aber okay, Dame G5. Hier, ja, ist leider der Springer auch weg. Und damit ist wahrscheinlich dann ist auch die Partie weg. Und ja, er gibt auf. Sehr interessante Partie, muss man sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Analyse. Ich hoffe, ihr seid es genauso. Und da sehen wir uns dann auch gleich wieder. Also, ja.
Bis gleich zur Analyse. Okay, und ich bin zurück in der Analyse der Partie. Sehr spannend. 95% Genauigkeit von meiner Seite, 75% vom Gegner. Aber diese nicht so hohe Genauigkeit liegt auf jeden Fall darin, weil du eben die Eröffnung nicht gekannt hast, schätze ich mal. Also hier hast du dir jetzt schon sehr viel Zeit gelassen. Und deswegen richtig, richtig coole Eröffnung. Also wenn die jemand spielen will, sehr, sehr gerne. Jetzt auch mit dieser Variante, man sieht, es gibt da einfach super tolle Tricks. Es ist richtig spannend. Hier dieses Springer B5, alles irgendwie ganz, irgendwie komplett krass, finde ich. Also hier auf Nehmen, dann ist gleich matt und so. Also G6 ist alles deshalb Theorie, hatte ich auch schon gesagt. Kurz, was mich auch selbst interessiert, was passiert jetzt hier nach Springer F5? G4 ist hier tatsächlich der richtige Zug, den hatte ich ja überlegt. Und jetzt nach Springer H6 in der Stellung kommt G5. Sehr interessant, den hatte ich nicht auf dem Schirm jetzt, als ich das gerade kurz berechnet habe. Dame schlägt und jetzt Springer schlägt C7. Okay, interessant. Auch da was gelernt. F5, Dame D5, Dame E7, das ist Theorie. Schlägt, schlägt, Theorie. Und hier ganz, ganz wichtig, man muss hier B6 spielen. Also, das ist halt so eine Stellung. Es gibt hier tatsächlich nur einen Zug für Schwarz, der mehr oder weniger das Gleichgewicht behält oder Theorie ist und das B6. Alle anderen Züge sind einfach leider schon verloren. Und somit auch Läufer G7, es ist zu langsam, man muss schneller sein. B6, wichtig. Hier Springer E2, laut Engine nicht der beste Zug, sondern Dame C5 der beste Zug. Finde ich sehr merkwürdig, was ist die Idee von Dame C5? Dachte ich jetzt, oder? Achso, auf B6 will die Engine dann einfach nehmen, okay. Und, okay, das funktioniert, okay, krass. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Dame C5, sehr unmenschlicher Zug, aber tatsächlich der beste hier. F4 und dann D3, Springer F3, E2 und Rochade, okay. Sehr interessant. Und nach Springer E2 wieder unbedingt muss man hier B6 spielen. Auf Springer D4, jetzt das Dame A5 war dann richtig. Und auch das Dame schlägt A2 war richtig. Und ja, hier nach dieser Komplikation habe ich es jetzt eben geschafft, die Dame zu überlasten. Und hier stehe ich schon komplett auf Gewinn. Weil nach Dame G5 wie in der Partie hängt der Springer. Und nach Dame E6 habe ich ja gesagt, habe ich wahrscheinlich einen Abzug. Ich habe es zwar noch nicht konkret gesehen, aber ich habe tatsächlich einen. Und zwar ist das Springer schlägt F4. Auf Dame G4 kommt F3, greift Dame an, kann nicht hier nehmen, wichtig, der Bauer ist gedeckt. Also Dame schlägt F4 und jetzt schlage ich den Springer und der König ist halt auch einfach viel zu schwach vom Gegner. Dame C7 und die Stellung ist plus 8. Also sehr interessante, muss man sagen, Partie. Und falls jemand Lust hat, die Eröffnung zu spielen, kann ich nur empfehlen. Super lustig, auch für diese schnelleren Formate. Und falls euch das Video gefallen hat, ihr wieder ein bisschen was gelernt habt, dann lasst gerne ein Abo-Like da und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!